Molly will ein Umstyling, das kostet aber. Pleite zu sein ist hart. Mir ist kalt. Und ich habe Hunger. Und mein Zahn ist ausgefallen. Zahnfee, bitte mach mich reich. Was? Wo bin ich? Was ist mit mir passiert? Es ist ein Wunder. Ich habe ein Zuhause. Träum ich? Oh, ich bin reich. Wuhu! Ich kann es nicht glauben. So viel Geld. Willkommen im Luxus. Ich brauche eine beste Freundin. Wie wär's mit dieser? Nein, sie steht zu sehr auf Selfies. Und dieses Mädchen? Nein, sie ist zu aggressiv. Ich muss sie sauber machen. Nein, warte. Ich will das noch essen. Lass den Teller los, du Bettler. Der gehört mir. Halt, das ist meine neue Freundin. Ich bin Laura und ich werde dein Leben verändern. Molly, willkommen in meinem teuren Zuhause. Wow, bist du das? Du strahlst ja wie ein Diamant. Wahnsinn, was ist das? Ein Mückennetz? Komm, Molly. Setz dich. Ich werde dir ein Umstyling verpassen. So siehst du jetzt aus. Und so wirst du nach dem Umstyling aussehen. Bereit für ein Luxus-Makeover? Aha, ich kann es kaum abwarten. Molly, komm her. Wir fangen damit an, deine Klamotten auf den neuesten Stand zu bringen. Komm und such dir aus, was dir gefällt. Okay. Das hier? Panda-Outfits sind teuer, oder? Nein, das ist nicht das Richtige für dich. Wow, ich bin bereit, meine eigene Musik zu machen. Nein, die Gitarre steht dir nicht. Zieh dich um. Wie wär's mit diesem Business-Look? Der Blazer ist gut. Damit kann ich auch Süßigkeiten verkaufen. Das geht nicht. Komm schon, Molly. Wow! Oh, das passt doch schon eher. Dir fehlen nur noch gute Schuhe. Diese alten Turnschuhe kannst du echt vergessen. Warte, bin gleich wieder da. Hier sind meine Glücksschuhe. Los, probier sie an. Okay. Wow, die Absätze sind aber hoch. Ich fühle mich, als hätte ich gerade den Mount Everest bestiegen. Du siehst toll aus, Molly. Lass uns weitermachen. Beeil dich, komm her. Jetzt kümmern wir uns um deine Haare. Oh, Wahnsinn. Ist das ein Vogelnest oder ein Heuhaufen? Oh, ich krieg das schon hin. Geschafft. Und, was sagst du? Ich find's großartig. Danke. Molly, komm in mein Büro. Ja, Laura? Hier sind ein paar Diagramme über die Wirtschaft. Lies dir alles durch und werd reich. Wie interessant. Ich habe keine Lust zu lesen.
1.100.000, 1.200.000, 1.300.000. Wo ist Molly? Ich kann sie nicht finden. Hm. Hat jemand Molly gesehen? Molly, Zeit fürs Mittagessen. Okay. Was? Setz dich hin. Los, entspann dich. Nein, setz dich so hin, wie ich es tue. Okay, gut. Ist das so richtig? Und hör auf damit. Du bist eine Dame, kein Gnom. Autsch. Gut. Hi, ich will mir etwas Wasser eingießen. Aha, nicht so schnell. Dieses Wasser ist nicht umsonst. Jetzt kannst du etwas Wasser haben. Keine schlechte Art, sich etwas Geld zu verdienen. Hey Molly, was machst du da? Bettelst du wieder um Geld? Das kannst du im Büro nicht machen. Lass das. Du hast deinen Job. Du verdienst doch Geld. Butler, bring uns das Mittagessen. Sieh mal, Molly, wir benutzen eine Gabel und ein Messer. Hütten weg! Schneide das Hähnchen vorsichtig und steck dir ein Stück in den Mund. Essen! Molly, lebst du im Dschungel? Sieh mal, eine Gabel und ein Messer. Wo liegt also das Problem? Lecker! Wer ist denn bitte so? Was für ein toller, reicher Tag. Oh, Molly, du hast da was zwischen deinen Zähnen. Was? Ich entferne es. Hey, nicht mit deinen Fingern. Reiche Leute benutzen dafür Bargeld. Nimm einfach eine Ecke eines Geldscheins und entferne die Essensreste. War's das? Danke, Laura. Du bist eine echte Freundin. Molly, ich bring dir bei, wie man Geld verdient, damit du auch reich werden kannst. Warte, da ruft mich jemand an. Hallo? Ja, ich bin bei der Arbeit. Nein, ich hab Zeit. Wow, was für ein tolles Smartphone. Warte, bin gleich wieder da, Molly. Ich will auch ein neues Smartphone. Hier ist das neueste iPhone. Ich muss es nur noch ausschneiden. Und ich füge einen Tafelschwamm hinzu. Und schon ist es fertig. Hallo? Wer ist da? Ich habe aus Versehen deinen Kontakt gelöscht. Ja, kauf alle Aktien. Wie eine Prinzessin zu leben, ist langweilig. Oh, sieh mal, Laura. Ich kann Erbsen mit meinem Mund fangen. Geschafft. Hör auf, mich zu blamieren, Molly. Lass das. Was wird denn da gespielt? Ein Trauermarsch? Ich werde einen richtigen Knallersong für dich aufdrehen. Das nenne ich meine Party. Stimmt's, Leute? Ja, das ist der Hammer. Los, Leute. Wie fandet ihr Molly und Laura? Schreibt uns, ob ihr Laura oder die arme Molly sympathischer fandet. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.